Fußball bringt die Menschen zusammen. Mit Freunden zusammensitzen und eine Runde FIFA auf dem Fernseher spielen. Wetten mit ihnen machen, dass der Verlierer die Bierdose austrinken muss, die als Aschenbecher verwendet wurde. Und dann selbst verlieren und den dritten Controller dieses Jahr zerstören. Das sind die Geschichten, die FIFA schreibt wie kaum ein anderes Spiel. Und dafür schätzen wir es. Wenn es aber versucht, mehr zu sein als das Play-for-Fun-Game, wofür es konzipiert wurde, dann stößt es mir die Asche von gestern auf. Es sprechen einfach zu viele Gründe gegen FIFA als E-Sport. Es wird nie funktionieren, Leute. Und ich sage euch warum. Aus echtem Sport ein Spiel machen, dann kann man einfach das E davor hängen und das ist E-Sport, oder nicht? Klingt im ersten Moment ja wirklich logisch. Je mehr man aber darüber nachdenkt, desto weniger Sinn macht das. Zur Verteidigung, FIFA wurde niemals dafür designt, ein kompetitiver E-Sport-Titel zu sein. An der Stelle vielleicht wichtig, was macht denn überhaupt einen richtigen E-Sport-Titel aus? Verfügbarkeit, eine hohe Skill-Ceiling, gutes Balancing, Langzeitmotivation und Preispools. Ich werde auf jeden Punkt eingehen und ihn auf FIFA anwenden. Und glaubt mir, schön wird das nicht für FIFA. Einer der wichtigsten Punkte zuerst, gutes Balancing. Das ist weder gut oder schlecht bei FIFA, es ist einfach nicht vorhanden. Gibt's nicht, das war aus. Ist auch okay für ein Partyspiel, was es ja eigentlich von Grund auf ist. So wie bei Mario Kart eben, Spielspaß steht an erster Stelle. Und da wird auch gerne in Kauf genommen, gewisse Faktoren per Zufall entscheiden zu lassen. Und sagt mir nicht, dass virtuelles Fußball nicht ohne Randomness möglich ist. Rocket League hat das Fußballkonzept ziemlich perfekt umgesetzt. Gehen tut's also. Bei Mario Kart bekommt ihr dann eben auf den hinteren Plätzen eher ein gutes Item, bei FIFA trefft ihr manchmal. Und manchmal nicht. Eure 10 computergesteuerten Mitspieler machen manchmal mit. Und manchmal nicht. Dribble funktioniert manchmal. Und manchmal nicht. Euer Torwart hält den Ball manchmal. Und manchmal nicht. Und ich hab Spaß manchmal. Und manchmal nicht. Und eigentlich könnten wir das Video nur mit dieser einen Info schon beenden. Fuck this shit, I'm out. Passt, Case closed. Das Spiel ist nicht balanced, kann also kein ernstzunehmender E-Sport-Titel werden. Theoretisch ja, aber ihr müsst euch denken, wir haben ja ein Brain, können darüber nachdenken. Das machen ja FIFA-E-Sportler und Veranstalter nicht. Also nehmt bitte ein bisschen Rücksicht mit euren verletzenden Schlussfolgerungen, ja? Führen wir das Video einfach in einem imaginären Paralleluniversum fort, wo Balancing im E-Sport nicht wichtig ist und, oh, es ist schön hier, kriege ich direkt Lust auf Hearthstone. Wir konzentrieren uns mal auf den Punkt Verfügbarkeit. Bevor ein Spiel überhaupt eine E-Sport-Szene haben kann, muss es erstmal eine große leidenschaftliche Playerbase haben. Das können wir bei FIFA, glaube ich, mal annehmen. Und jetzt muss das Spiel für dieses Riesenpublikum auch noch so einfach wie möglich zugänglich sein. Da geht es einerseits darum, das Spiel leicht zu bekommen und andererseits darum, leicht einsteigen zu können. Optimal wäre also Free-to-Play, ohne Pay-to-Win und ein möglichst niedriger Skill-Floor. Free-to-Play. Jedes Jahr 60 Euro für die neueste FIFA-Version zahlen, das klingt nicht nach Free-to-Play. Sogar ganz im Gegenteil, aber wenn jedes Jahr eine neue Version da ist, dann muss das Spiel ja durch die immensen Einnahmen wirklich rasant an Qualität und Content hinzugewinnen, oder? Naja, aber zumindest ist es dann nicht Pay-to-Win. You serious? Okay, und trotzdem gibt's noch Leute, die das ernsthaft spielen? Wirklich lächerlich. Um übrigens immer am aktuellen Stand zu sein und Chancen in der E-Sports-Szene zu haben, geben die Pros bis zu $27.000 aus, wenn so ein neues FIFA rauskommt, um direkt über die Packs ihr optimales Line-Up zu haben. Wie lächerlich muss FIFA und EA eigentlich werden, bevor es stirbt? Ich fühle mich schon vergewaltigt von dieser Vermarktungsstrategie, wenn ich nur FIFA in Google eintippe. Was bleibt, ist der niedrige Skill-Floor. Der ist da. Yippie. E-Sports ready. Oder so. Ein niedriger Skillfloor ist aber nicht alles. Gleichzeitig braucht es eine möglichst hohe Skill-Ceiling. Und jetzt mal Real Talk. FIFA ist ein Spiel, wo der größte Teil außerhalb der Kontrolle des Spielers liegt. Du kontrollierst nur einen von 11. Du kannst nur ungefähr zielen, du kannst nur ungefähr passen. Nicht mal wie hart du den Ball triffst, kannst du genau kontrollieren. So gut du auch bist in FIFA, dir gehen sehr schnell die Möglichkeiten aus, deinen Vorteil als erfahrener Spieler auszubauen. Sorry an alle Pros, die jetzt butthurt sind, aber euer Spiel ist eben ein Casual-Party-Spiel. Genauso wertvoll wie Pro in Mario Party zu sein. Titel wie Counter-Strike, League of Legends, Dota 2, Overwatch und alle anderen großen Titel sind einfach objektiv schwerer, konsistent zu meistern. Also ja, der Skill-Gap, also der Abstand von Floor zu Ceiling, ist bei FIFA eher enden wollend. Man kann natürlich trotzdem gut sein in dem Spiel, aber der Unterschied von Noob zu Pro ist bei weitem nicht der gleiche wie bei echten E-Sport-Games.
Warum sollte ich jetzt ein Spiel langfristig spielen, das sich seit 20 Jahren kaum ändert und trotzdem jedes Jahr eine neue Version zum Vollpreis verkauft? Jedes andere E-Sports-Game schafft es doch auch, ohne neue Versionen zu verkaufen. Wieso FIFA nicht? An der Komplexität des Spiels liegt's wohl nicht. Das ist fucking Fußball, sonst nichts. Die Langzeitmotivation ist nichts weiter als ein Teufelskreis, weil man schon zu viel investiert hat, um jetzt aufzuhören. Sonst gibt's einfach null Grund, FIFA Pro zu werden. Mit Freunden daheim immer noch, ja, geiles Game, okay, da passt's hin. Aber FIFA ernsthaft zu spielen ist einfach nur dumm an diesem Punkt, wo wir angekommen sind. Aber du kannst doch nicht FIFA Pros, die ihre Karriere damit aufgebaut haben und verfolgen, dumm nennen. Doch, hab ich grad. Ist halt so. Der einzige Punkt, der bei FIFA überhaupt dazu führt, dass es eine E-Sport-Szene hat, ist, weil EA Geld reinpumpt, um Preisgelder aufzustellen. Und das machen sie nicht, weil sie unglaublich viel Potenzial in FIFA als E-Sport sehen, sondern um Werbung für ihr Spiel zu machen. Ihr glaubt mir nicht? EA hat bei ihrem eigenen Turnier die Besten der Welt Stein, Schere, Papier machen lassen, um die Matches zu entscheiden, weil sie ihre eigenen Server nicht fixen konnten. Die Turniere sind nur da, um Leute glauben zu lassen, dass die Investitionen in ihre Packs etwas bringen und dass FIFA ein unglaublich großes, ernstes Spiel ist. Und das machen sie gut. Immerhin haben sie nur 2020 1,5 Milliarden Dollar mit Ultimate Teams verdient. 1,5 Milliarden Dollar! Wenn du bis 1,5 Milliarden zählen würdest, bräuchtest du ungefähr 48 Jahre dafür. Das sind 48 neue FIFAs, bevor du fertig gezählt hast, vorausgesetzt sie starten bis dahin eben nicht mit FIFA 22,5 oder so. Also Fazit, warum ist FIFA kein E-Sport? Weil es absolut kein Kriterium erfüllt, um als ernstzunehmende Disziplin bei Events gespielt zu werden. Die einzige Möglichkeit, das zu schaffen, ist echte Physik einzubauen und jeden Spieler von einer Person steuern zu lassen. Und Pay-to-Win weg. Und das jedes Jahr neue Version-Mindset weg. Wird nie passieren. Ist es deswegen ein Trash-Game? Nein. Nur kein E-Sport-Titel. Aber warte, es gibt doch den 85er-Modus und den 90er-Modus. Oh mein Gott, der löst alles. Spaß. Dann fällt halt Pay-to-Win weg. Alles andere, liebe Kinder, ist immer noch Trash. Was ist alles andere? Ja, wenn du das nicht weißt, dann schau bitte nochmal das Video oder geh doch einfach gleich FIFA spielen. Okay, bye! Dieses Video hat dir super gefallen? Ja, dann hast du hier noch zwei andere von uns, die dir sicher auch gefallen werden. Und du kriegst jede Woche was Neues von uns, wenn du nur subscribest. Also klick den Button da unten. Und jetzt komm, Schuschu, ciao, bye bye, komm. Mach's jetzt nicht awkward. Bye bye, okay, Pussy, Pussy.